Moin und willkommen zurück zu Borderlands mit Bolias. Hallöchen. Ja, moin zusammen und herzlich willkommen. Ja, wir haben hier gerade in der Cut-Pause 70 Trilliarden Nachrichten noch von der guten Dame bekommen, von Leuten, die ihre Gedärme ziehen, die sich sonst wo tätowieren lassen. Und da wollen wir jetzt reingehen und das Leiden einfach beenden. Ehrlich, von, was ist mit denen? Unseren Ohren vor allem, oder? Was ist wirklich? Guten also Tag. Gut, heißen wir die Sonnenklopper in unserer Familie willkommen. Wir posten das Video später und ein paar neue Ausgaben des Heuten-Journals. Das war's wow. Für heute. Was ist mit denen? Ein weiterer perfekter Livestream unserer unfehlbaren Gottkönigin Tyrene. Die heilige Rundfunkstation steht nun wieder offen für eure Beichten und Hautspenden. Cool. Hautspenden, Junge. Geil, Alter. Kann man Haut spenden? Geht das? Ich meine, man braucht ja auch Haut, ne? Ich weiß, dass sie Haut replizieren können. Oh, okay. Von deiner eigenen. Naja, gut, ja, so vom Oberschenkel auch transplantieren oder so. Keine Ahnung. Ja? Naja, krass. Ja, okay. Vom Arsch an den Kopf oder so. Hast du auf einmal so ein Arschloch am Kopf, weil es zu weit transplantiert wurde. Richtig. Aber das nice, sind die Mann. Beiden hier, ne? Ja, sehr cool, in so einem klassischen Kirchenmosaikfenster. Nice. Gelöst. Oh, ja, das ist wirklich das ist Glas. Hätten wir das auch bewiesen. Na, das war schon so. Das muss auch so sein. Wahrscheinlich finden sie es ja sogar geil, wenn wir das ein bisschen kaputt machen. Von daher. Oh shit. Was ist das? Was hast du da gemacht? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Bist du tot? Okay. Nee. Ah, okay. Ich hab nur ins Maul bekommen. Das war der mächtige Bass, Junge. Der hat mich einfach. Der Bass muss angelötet. Ja, das hat er in der Tat getan. Das muss man so sagen. Oh, es lädt schon wieder auf, oder? Das ist oder die nicht? Nee, da vorne ist aber einer. Komm, den begrüße ich mal mit meiner neuen Waffe. Ja, was, guten echt? Tag. Das war's? Junge. Oh, aber ich schieße schön Brille weg. Drachen für euch, ihr Affen. Und eine Nate. Damn, Alter, die Nates explodieren aber sehr schnell, muss ich sagen. Hör auch mal ein bisschen rein hier. Röms. Oh, jawohl. Dein Affe, wo kriegt dein Affe das alles her? Nimmt er das aus dem Arsch oder so? Dehnbar, ja. Das kommt mit der Zeit. Oh shit. Oh nein, ich bin schon wieder zu greedy. Ich bin zu greedy. Digga, du bist unser Sniper. Ja, ich weiß, aber manchmal muss man einfach rein. Oh, jetzt bin ich tot. Was? No. Lass mir einen Gegner. Ja, warte, das krieg ich schon. Ja, da ist einer. Mein jawohl. Nee, ich hab zu wenig Damage. Du schaffst es. Noch ein Schuss, komm. Noch ein Schuss, komm. Jawohl! Ja. So, war das ein Boss? Es war auf jeden Fall ein Elite-Vieh, hätte jetzt auch gesagt, oder? Auf jeden Fall kam eine grüne Waffe aus da raus. Also ja, zwei Stück hat er gedroppt. Mein Inventar ist schon wieder voll. Hier sind auch irgendwo Shops, da können wir auch verticken, glaube ich, oder? Ich muss auf jeden Fall die Waffe wieder tauschen. Die schießt einmal, dann muss ich schon wieder nachladen. Das ist kacke. Das ist nicht so geil. Ich habe hier Shop-Symbole, sind die über uns, oder nee, was? Nee, die war noch hier. Am Anfang. Oh, hier. Ach so? Muss ich da. Ach, die anderen sind über uns verticken? Auf jeden Fall. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar. Ein paar Sachen hier. Ein paar Sachen. Geil. So. Okay, wir verkaufen. Fuck, das war die falsche, glaube ich. Oder? Das kann ich dir leider nicht sagen, Digga. Ja, scheiße, die noch hochleveliger sind, weiß es nicht. Ich glaube, die behalte ich erstmal noch. Ja, die gucke ich mir dann auch später an. Später. Einfach später. Später ist so. Der Lifestyle. Der. Oh, das sind beide Sniper oder was? Ich guck mal hier, ob ich hier noch was aufmachen kann oder so. Eine Kiste hier ist noch. Ja. Ah, hier. Money. Money. Junge, wie viel Zeug hier droppt, das ist ja komplett krank. Okay, so. Cool. Ja, du wolltest uns, während wir hier looten, ja noch erklären, wie du rausgefunden hast, dass Shrek und Han Solo dieselben Klamotten tragen, Alter. Ah, willst du echt eine Diskussion losziehen hier? Krass. Ich bin ja auf deiner Seite da. Ja, dass sie nämlich nicht gleich aussehen. Ja, so. Jetzt keine falsche Bescheidenheit. Du so, sieht sie nämlich aus. Steh dazu. Ich hab's herausgefunden. Ich hab die ganzen Memes erstellt, Leute. Ja, ist es. Hull nicht ihm. Das war's. Auch. Oh. Junge.
Die Alter. Boxen des Todes. Dein Affe kommt. Oh, ja, hallo. Ja, er gönnt sich das einfach. Er braucht den, das, Junge. Er braucht das. Das ist Killstep. Das ist eine ganz neue Musikrichtung. Da stirbst du einfach bei. Die so. Letzte Rave-Party, Junge. Er muss ja schon geil. Einiges geben, ne? Für die Musik. Ja, das stimmt. Ich weiß immer nicht, ob das hier Tampons sind oder ob das Munition ist. Weil sie haben hier ja auch ein bisschen was durchgestrichen. Das ist, weiß ich nicht. Du kannst okay. Das ja mal rausfinden. Ja, genau. Scheiße. Ah, wir werden schon wieder angegriffen. Oh shit, Junge. Oh, ich treffe nichts. Ich schieße erstmal Vögel. Ich bin verwirrt von der Shrek-Tampon-Diskussion. Darum muss ich erstmal ein bisschen rumböllern. Was ist das denn hier eigentlich immer? Hey, Level Up ist das. Ja, gibt's Zenny, Digga. Wieso hast du schon jetzt ein Level Up und ich nicht? Dankeschön. Das ist eine sehr gute Frage, um ehrlich zu sein. Das stimmt. Dein Affe ist schuld. Ja, Mann. Die Affen sind immer schuld. Gut. Dann nehme ich die Kokosnuss geklaut, oder? Schwach. Jawohl, ja, Level Up. Bald. Geht's set? Naja, dann sind wir ja nicht so weit auseinander. Nee, dann geht's. So, ist hier gerade Ruhe, dann können wir ja mal skillen eben. Ich muss jetzt sehr behutsam drücken. Oha. So. Wieso? Dachte ich. Einfach Rinder. Skills. Was wollte ich denn jetzt hier? Wollte ich da weitermachen? Probiere verschiedene Kombinationen aus. Okay. Würde ja, erstmal den hier jetzt voll machen. Action Skill. Entschwinden endet nicht mehr. Erfordert Entschwinden. Cool. Ich habe Entschwinden nicht. Sehr super. Dankeschön. Entschwinden endet nicht mehr, nachdem ich angreife. Okay. Ah. Cool, hey. Oh, wir haben die nächste. Ich habe jetzt das nächste Ding freigeschaltet. Die nächste Ebene von dem Skill. Ja, genau. Cool, cool. So, kann ich jetzt hier einen neuen Sniper anlegen? Ja. Nice, Leute. Alter, jetzt geht's dann ab, ey. Geil. So, was glaub, kann ich denn einfach verändern? Das mit mehr Schaden. So. Ja, das sieht lecker aus. Oder nehme ich doch das hier? Ah, schwierig, Junge. Es gibt zu viele Waffen einfach. Ja, es muss sich gegönnert werden, ne? Weißt du doch. Ja, das ist schon geil. Mit Schild. Krass. Okay. So, oh, was ist das denn? Alter, fancy. Okay. Junge, erstmal Leerballon. Da fuck ist halt drauf. Au, au. Au, au, au. Die das Waffe redet. Ich muss mir das mal durchlesen. Was steht denn hier? Geworfene Waffe hüpft beim Auftreffen. Nice, Alter. Au, au. Oh, nice, Mann. Schön, ja, behalte ich. Ja, krass. So, ich muss immer nachladen. Prostata-Entzündung beim Pinkeln, Junge. Hier, ja, gleich mal nachladen. Was? Oh. Das war falscher Knopf für nachladen. Ja, das war anscheinend der Engage-Knopf, Junge. Komm her, so, das will kommen her. Jetzt! Au, au. Geil, hä, wieso treffe ich die? Boom, nicht? Alter, das hat die getroffen. Wow, what the fuck, Mann. Denk dran, das Leben zu genießen. Hä? Ich treffe sie nicht. Wieso nicht? Junge, hier ist nicht Granaten. Au, au. Ah, jetzt habe ich mal getroffen. Strange. Alter. Ich muss erstmal hier klarkommen mit dem neuen Sniper, den ich dachte, so Handhabung ist nicht so wichtig. Nein. Ich sag mal so. Maybe. Maybe doch ein bisschen. Oh, da ist doch eine Truhe hier unten drunter. Hier unten drunter sind auch Spinte. Ich glaube, ich spinne. Lol. Lachkick. So. Loot. Cash auf Tash. Wie viel Cash hast du? Ich habe jetzt über 8000. Ich habe 7300. Nice. Ja. Gut dabei. So. Juhu. Haben wir hier oben noch was? Muni. Ey, ich habe gerade irgendwie gar nichts getroffen, obwohl sie nicht völlig in Deckung war. Das war total merkwürdig. Okay. Hier sind auch zwei Truhen mal besser. Oh, was Blaues. Oh, hier geht's auch. Klares rein. Plastik. Echo-Motto, cool, Stahl. Plastik. Was unter klarem Plastik. Ich habe hier Müll. Was ist ja. Das? Schaltet dieses Echo-Motto für das Schnellwechselsystem frei, wenn es aus deinem Inventar heraus verwendet wird. Okay. Echo-Skin freigeschaltet. Cool. Läuft bei dir. Au, au, sage ich dazu nur. Au, au, warte. Au, au. Steht da einer? Nee. Was soll das? Bin ich voll dabei, davor, Alter. Wie das war, als Synchronsprecher gecastet wirst.
Oh, mehr Waffen. So für Borderlands und freust dich voll, und dann stehst du da so im Studio und dein Text ist au, au, au. 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 Oh, ich glaube, ich, du bist eine Waffenmod, Junge. Geil. Wo bist du? Ich geh mal nicht weiter. Da kommen Gegner. Oh, da gibt. Oh shit. Ups. Oh, Gegner zerfetzt, Alter. Das hatte ich ja auch gar nicht. Er weiß Bescheid! Er was? Weiß Bescheid! Okay. Findet Lieberman! Oh shit! Jo. Cool. Wollen wir mal austesten, wenn du da drinnen stehen bleibst, was dann passiert? Das habe ich schon getestet, als du nicht geguckt hast, danke. Ich kenne das schon, aber du kannst es gerne trotzdem aber selber machen. Aber du stirbst dann nicht, ne? Oder wie oder was? Nee, nee, das gibt nur Aua. Böse Damage. Ja, nur ein bisschen Aua. Das gibt... Ah, hier ist doch ein Shop zum Verkaufen, den hast du von unten gesehen halt. Ah ja, das sind die, genau, jetzt sind wir eine Etage höher. Du musst einmal quasi schnell gucken, hier gibt es auch Ammo, oder? Munition hier. Hier können wir auch Muni voll machen, auf jeden Fall, ja. Ich verticke gleich nochmal den ganzen Stuff. Das Geile ist halt, wenn man sich so auf den Waffentyp festgelegt hat, dann muss man ja auch nicht ständig checken, was jetzt besser ist oder auch nicht. Dann ja, hast du ja einfach so das Gefühl. Du brauchst ja später definitiv, wir haben jetzt ja, am Anfang haben wir ja nur einen Gegnertypen. Ne? Und später hast du ja auch andere Gegnertypen. Da musst du dich dann doch schon mal umgucken, was du nehmen kannst und so weiter. Richtig, das stimmt. Ja, mit Schockschaden und mit Kackschaden. Am besten, also am wichtigsten war definitiv in Borderlands 2, fand ich persönlich, das mit wie heißt es denn? Korrosion. Kuku. Ah ja. Dass du die Roboter wegkriegst. Ah ja. Schön rosten beim Schießen, Junge. So sieht's aus. Ja, dann können wir jetzt, wie es aussieht, hier in diese Arena runterspringen. Ja, da passiert auch nichts. Keine Arena, oder? Ja, das ist alles okay. Gut. Let's easy go. Hast du die Boxen hier im Hintergrund gesehen? Nee. Oh, das ist Mr. Ansager. Er hat ein Display als Schild. Ey, wow. Mouthpiece. Ah, Sonic Doom. Sonic Doom. Wow. Okay. Aua. Hier hinterstellen. Ey, die Mucke in dem Fight, wow. Alter. Die Monetarisierung. Die tanzen. So, let's go. Ja, kleinen Mini-Gegner tanzen. Alter, das ist laut. Ich versuche mal die kleinen Mistviecher wegzulöten und ja, jetzt auf den Boss zu gehen. Oh, fuck. Oh, shit, andere Seite. Oh, ja, oh, fuck. Oh, ich habe mich schon gewundert, wieso wird es auf einmal so laut? Ja, Mann, auf einmal warm. Genau das einfach. Ach komm, hier, oh, machen wir mal ein bisschen Damage. Machen wir hier mal irgendwo ein bisschen Health. Ja, hier sind genug Kisten zum Glück. Oh, ist doch schon wieder vorne. Ja. Oh, verpiss dich, Junge. Okay, er hat unten. Ja. Schild oder so. Oh, ist glaube ich hinter mir. Ne, in der Mitte ist jetzt die Boxen. Das ist dieser Bosskampf. Ey, ich hör dich nicht mehr. Das ist so laut bei mir. Geil. Und tschüss, Alter. Bang, bang. Junge, dieser Fight. Wo kommst du jetzt an da? Oh mein Gott. Ein Leben nur gehabt, Alter. Junge, so viel. Ja, Leute, sorry dafür, aber das ist ja. Meine Ohren platzen, Junge. Kacke, Junge. Ich weiß gar nicht, wer von denen lebt und wer tot ist, Mann. Ich baller jetzt nur noch auf den Boss, Alter. Oh, das ist bei mir. Go, go, Monkey. Oh, was für eine geile Mucke hier, Alter. Krass aus. Ich bin hier nur dabei, immer die Herz-Packets einzusammeln. Ja, ich hab auch nur noch 7 Leben, ey. Was soll das? Mehr Taschenviechers. Gut. Die sehen aus wie die Gnome aus WoW, Alter. Boah. Nee. Da, er ist tot. Yay. Kammerkarte gesichtet. Oh, scheiße. Grüne Sachen. Das war heftig. Leben die immer noch? Die leben noch. Die müssen wir noch tun. Genau. Voll gemein gewesen. Ehrlich. Oh, guck mal hier.
Wusste gar nicht, dass du so ein Superfan bist. Ach ja, du fragst dich sicher, was die ganzen Statuen hier machen. Ach, das ist so eine Sache von mir. Zieh auf die Bildschirme. Okay. Oh, die waren das. Ja, ich habe den Sonnenkloppern einen Platz in unserer Familie angeboten. Aber sie wollten nur Waffen und Geld. Sie haben uns betrogen. Oh, und dann sagte Troy etwas Großartiges. Götter verhandeln nicht. Götter verhandeln nicht. Ich liebe es. So gut. Wie ich schon sagte, diese Karte ist jedenfalls voll im Arsch. Also nimm sie ruhig. Ich hole sie mir später wieder. Du bist mein treuester Anhänger, Kammerdieb. Du weißt es nur noch nicht. Oha. Okay. Okay, aber sie hat anscheinend auch so ein bisschen mehr das Sagen, ne? Und der... Ich wusste, dass du die Karte findest. Bring sie her und lass sie nicht aus den Augen. Ich habe sie einmal verloren, das reicht. Okay. Cool. Ja, gut. Mega interessanter Fight. Komplett am Durchdrehen auf jeden Fall. Und wir haben unsere Oberbösewichte mal nahezu von Auge zu Auge gesehen. Einmal ein bisschen, ne? Ja. Aber Waffen haben wir gekriegt. Ich habe eine blaue Waffe gekriegt, ey. Oh ja, shit, da könnte ich auch erstmal gucken. Gucken, hier. Weil, glaube ich, nicht unbedingt was für mich dabei war. Hier, so. Das ist eine Knarre. Auch. Wieso kriege ich denn nur Knarren? Äußerst effektiv gegen Schilde. Oha. Ich will keine Knarren. Boah, Handhabung minus 57%, Mann. Das kann ich mir einfach nicht leisten. Bin ich einfach nur gewohnt. Feuerrate ist extrem hoch. Das ist gut. Verbraucht 2 Munition pro Schuss. Geworfene Waffe hüpft beim Auftritt. Jawohl, da ist es. Ich teste die jetzt mal ganz kurz. Da ist es. Geil. Alter, guck die fancy Waffe an, Mann. Die Junge, leuchtet. Wo? Bei mir. Bist also, du da vorne? Ich nee, bin hier bei dir. Affe. Ach ja. Oi. Alter. Ey, ne. Alter, ich schieß. Wow. Geil. Ey, es ist einfach seine, wie cool. Ich hab das ist eine Energiewaffe, wie lade ich die denn auf? Ah, nach einer gewissen Zeit, okay, alles klar. Das ist cool, hat die keine Munition oder was? Nee, ich lade dann irgendwann... so energiemäßig, wenn ich zu doll drauf drücke, dann ist sie überladen dann irgendwann. Ah ja, hier steht auch, unbegrenzte Magazingröße, Waffe erhitzt sich und ist irgendwann kaputt. Die hast du jetzt auch oder was? Ach, ist irgendwann kaputt? Die hab ich auch bekommen tatsächlich. Oder muss ich aufpassen? Bonus. Die ist auch von der Marke her von den Typen hier selber, ne? Okay. Das Alter, ich zieh die auf wie so ein Rasenmäher. Warte mal. Warte, guck mal, guck mal, guck mal. Warte. Hast du es gesehen? Nee, bei mir ist keine Animation. Oh, okay. So nett. Ja, aber cool. Nice. Der aufziehbare Rasenmäher. Marktlücke, Junge. Sehr nice. Ja gut, dann hätten wir jetzt hier auch die Station gesäubert. Das lief ganz gut. Ich meine, wir haben uns wirklich wieder angestellt wie die letzten Vollaffen in dem Bosskampf. Aber oh, grüne Waffen. Mehr Waffen. Noch mehr Waffen, wie viele. Alter. Ja. Wie viele? Aber erst ab Level 9. Oh, nee. Krass. Okay. Na, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich dann austauschen kann, wenn die Waffe hier kaputt ist. Aber die nutze ich erstmal. Ja, das ist doch gut. Oh, du bist schon weiter. Ich bin mit meinen momentan ganz zufrieden eigentlich. Ich konnte halt nur in dem Fight gerade überhaupt nicht snipen. So. Ich konnte eigentlich gar nicht aimen. Ich war nur am Rumhüpfen und Special usen eigentlich. Na, ich muss, glaube ich, auch mir den Sniper mal behalten, weil mit der Schrotflinte komme ich halt nicht so gut klar. Ja, da haben wir noch nicht die Schilde oder so, um das zu überleben. Sobald du halt reinspringst, ist halt fucking Love Parade einfach und dann so. Und die Schrotflinte macht jetzt nicht den Damage auch, den ich gerne sehen möchte von der Schrotflinte. Ja. So. Hast du das gesehen hier übrigens? Hier kam aus der Kasse gerade so ein Kassenbon raus. Und da steht einfach Piss Off und WTF drauf. So, das ist auf jeden Fall auch meine Rechnung von der Brille von gestern. Wollen sie noch unterschreiben? Ja, wenn ich den Preis sehe, Alter. WTF, tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Ah, hier schön auf viele Kisten nach dem Bossfight, ne? Ja, geil, das ist echt nice. Schön Muni und so wieder vollpumpen. Weil mir immer noch die fette hier, ne? Waffenkiste mit 300 ja. epischen Drops fehlt. Was ist das denn? Ist eine Quest oder was? Der ist Kopf drin. Ey, was? Nutzen. Ich benutze ihn mal. Annehmen. Oh, kennst du diese kopflose Banditin? Oh Mann, das ist meine Kriegslord-Stellvertreterin Vic! Meine beste Bro-Net! Stopp dir den Kopf! Bro-Net! Sie müssen sie VR-mäßig verhört haben. Wir haben das bei Hyperion auch gemacht. Wenn einer bei Industriespionage erwischt wurde oder jemand den Brokkolisalat aus dem Pausenraum geklaut hatte und alle Hunger hatten, wow. Vic steckt auf jeden Fall in einer virtuellen Folterkammer. Du musst da rein und sie rausholen.
okay. Du willst, dass ich in den Kopf gehe? Irgendwo beim Tor zur HRS müsste eine VR-Konsole sein. Schließ einfach den Kopf an, dann digistructet dich dein Echo direkt ins VR-Konstrukt. Ja. Ich soll ja selber reingehen, aber das VR-Zeug macht mich total kirre. Niemand zerlegt meinen Körper in Moleküle. Ich bin mehr so der analoge Typ. Jawohl. Es überrascht mich schon, dass die KDK VR benutzen, aber das Zeug ist ja heute spottbillig. Die Leute erschaffen da drin schließlich ganze Welten und leben dort. Ist aber schon komisch, die meisten besuchen Welten, die vor 7 Jahren gemacht wurden. Okay. Okay, cool. Die Quest will ich machen. Ja, klingt gut. Ist das hier? Nee, weil hier sind auch so. Ich muss mal gucken, wo das ist. Streaming, ey, wow. Das ist der Stream. Wir müssen erstmal noch den toten Claptrap holen da draußen. Ach ja, der lag hier auch irgendwo. Und dann. Aber bevor wir runterspringen, würde ich sagen, das ist auch was for the next part. Ja, das kriegen wir hin. Im nächsten. Und dann können wir hier noch looten. Hier stehen jetzt echt auch überall diese goldenen Trophäen, die wir gedruckt haben, Mann. Oh, hey. Geil. Jawohl. Ja, gut. Es geht voran. Es geht voran. Gut, ja, sehr aufregende Fights, Freunde. Wir sehen uns in den nächsten Parts, wenn ihr wollt. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Macht's gut.